herzlich willkommen bei etwas, was wahrscheinlich jeder, nein, nicht nur wahrscheinlich, sondern auf jeden Fall jeder andere Anituber auf YouTube tut. Aber ich dachte mir so, hey, wisst ihr was, warum soll ich der Einzige sein, der sich ein paar Views entgehen lässt? Und deswegen habe ich mich entschlossen, mal für eine Weile erstmal zu versuchen, ob ich es hinbekomme, wöchentliche One Piece Manga Chapter Reviews hinzubekommen in Podcast-Form. Und Leute, die schon meinen Attack on Titan Review Podcast gehört haben und auch alle anderen meine Videos so gehört haben, sollten wissen, dass ich nie so wirklich gut darin bin, alleine über sowas zu reden. Und deswegen habe ich mir einen mehr als kompetenten Co-Pilot dazu geholt. Jemanden, der seinerseits kein Anime-YouTuber ist, also Leute, nicht wundern, wenn ihr ihn nicht kennt, aber auch nicht einfach so ein Typ ist, den ich von der Straße aufgesammelt habe, sondern jemand, von dem ich weiß, dass er sehr, sehr kompetent ist, was sein One-Piece-Know-How angeht. Ich habe Nandus dabei. Hallo Nandus! Was geht? Auf jeden Fall, der Junge wirkt jetzt vielleicht noch schüchtern in der Einleitung, aber keine Angst, ich habe bereits die Garantie, dass der Podcast sehr, sehr geil wird. Ich will nur an dieser Stelle klar machen, bevor sich Leute fragen, hey, Baka, warum machst du eigentlich diese Podcasts nicht mit Raffi oder Jonas, oder mit denen du ja auch die anderen One-Piece-Podcasts machst? Und die Erklärung ist eigentlich ganz, ganz einfach, Leute. Raffi ist sehr beschäftigt und ich will ihn nicht für jeden Scheiß auf meinen Kanal locken müssen. Lass dem Jungen mal auch ein bisschen Freizeit für seinen Kanal. Und was Jonas angeht, Jonas ist mehr so der One-Piece-Anime-Gucker und ich will halt speziell auch über die aktuellen Manga-Geschehnisse reden. Das bedeutet nicht, dass der andere Podcast irgendwie davon betroffen ist. Jonas, Raffi und ich werden uns dennoch regelmäßig für die einzelnen Arc-Casts treffen. Wir werden auch als nächstes Thriller Bark für euch aufnehmen. Aber das wöchentliche Ding mache ich mit meinem Bro Nandus, mit dem ich sonst über so viele andere Serien bereits geredet habe. Und wir dachten uns, hey, lass doch einfach das Ganze mal aufnehmen, weil das ist ziemlich unterhaltsam. So, Nandus, bevor wir starten, willst du mal ganz kurz sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist dir One Piece als Franchise, damit dich die Leute so ein bisschen besser einschätzen können? Das Ding ist, One Piece ist schon, oder hat bei mir schon einen echt ziemlich hohen Stellenwert, auch schon seit einigen Jahren. Ich hab's halt früher wie die meisten so auf RTL 2 und dann später auch ein bisschen Tele 5 so verfolgt, im Anime erstmal. Und nach einer relativ langen Pause, so ungefähr um Marineford hin, habe ich dann vor einigen Jahren dann auch wieder angefangen. Und vor allem ist One Piece halt für mich so wichtig, weil ich das immer mit meinen beiden Brüdern zusammen gucke und jetzt seit ein, zwei Jahren auch zusammen lese. Und deswegen verbinde ich halt auch so persönlich ziemlich viel mit One Piece. Geil. Ja. So, dann Leute, folgende Vorab-Info, nur damit ihr ein bisschen wisst, wie es gleich so im Flow kommt, der zustande kommt. Nandus und ich haben tatsächlich erstmal eine Proberunde für Chapter 1002 aufgenommen, um nur zu wissen, ob er und ich gut harmonieren, wenn wir einen Podcast aufnehmen. Und ja, Mann, es ist total geil geworden. Deswegen werdet ihr zuerst unsere Chapter-Besprechung von Kapitel 1002 hören und danach reden wir über Chapter 1003, was jetzt just, ich glaube, gestern oder vorgestern, je nachdem, wann dieser Podcast erscheint, released wurde. So, dann erstmal Chapter 1002. Also, Chapter 1002, wir sind ja mitten in diesem 5 versus 2 Kampf gerade. Okay, es ist irgendwie 5 versus 3 oder 4, wenn man noch Big Moms Seelenwaffen mit dazu zählt. Aber wir haben ja dieses wirklich klassische JRPG-Battle gerade, ne? Es ist so das finale Level. Es ist nicht unbedingt Final Fantasy, aber es ist mehr so MMO, ne? Du hast zwei mega krasse Monster, mit denen du es gerade zu tun hast. Und du hast fünf Typen gerade, die alle unterschiedlich gelevelt sind. Wir haben Luffy, wir haben Kid, wir haben Law und wir haben dann noch die beiden besten Vizekapitäne ever mit Killer und Zorro. Und ich persönlich genieße diese Kampfdynamik gerade unfassbar, weil ich das Gefühl habe, sowas hatten wir, glaube ich, in der Form seit aus Thriller Bark nicht mehr so wirklich, dass wir so einen Endgegner gegen mehrere gleichzeitig hatten. Und ich muss sagen, Wano Kuni sowieso goated, so ich genieße diesen gesamten Arc, aber dieser Fight im Speziellen, noch bevor er so richtig, richtig losgegangen ist, macht mir unfassbar viel Hoffnung. Wie ist es bei dir, Nandus? Wie ist gerade dein Hype-Level? Also ich feiere den Kampf auf jeden Fall auch extrem, wie du ja schon gesagt hast. Also es ist ja relativ einzigartig in One Piece, dass ich so verschiedene Kapitäne oder generell Piraten aus so verschiedenen Crews irgendwie so gegen ein oder zwei Feinde so zusammenschließen und dann in so einem Final-Boss-Setting, wie du schon gesagt hast, zusammen gegeneinander kämpfen oder mehr oder weniger zusammen gegeneinander kämpfen. Und das feiere ich auf jeden Fall. Vor allem, weil
oder untypisch, ja schon jetzt seit Chapter 1000 eigentlich ununterbrochen nur dieser eine Fight gezeigt wird. So in all seinen Facetten mit allen verschiedenen Attacken von den ganzen Kämpfern. Und das ist schon ziemlich, ziemlich hype, muss ich auch sagen. Jetzt ist die Frage, weißt du, das ist, guck mal, diese ganze Konstellation ist ja erst auf den ersten Blick mega hype. Du hast zwei der Ja. Yonkos und du hast halt die Crew, die ich gerade aufgezählt habe. Jetzt ist aber meine Frage, man kriegt ja schon relativ früh mit, dass Laws Funktion in diesem ganzen Fight mehr so eine Support-Rolle ist, ne? Weil alle Ja. anderen ihn so herumkommandieren, von wegen, ey, teleportier mich dahin oder teleportier mich hierhin und so, ne? Ja. Während die anderen vier aber wirklich so klassische Brawler-Typen sind, ne? Ich habe das Gefühl, Luffy und Kid sind sich relativ ähnlich und Killer und Zoro sind halt beide eigentlich mehr oder Ja, weniger so klar. Schwertdudes, so, ne? Mit Beide Zoro. Schwertdudes, oder, sorry. Ja, oder beide sind Schwertdudes, beide sind Vizekapitäne. Das wollte ich vielleicht auch noch mal ansprechen. Also Killer, was macht er da eigentlich? Also warum Killer? Also ich weiß nicht, hast du damit gerechnet irgendwie, dass so von all den Beteiligten, die da gerade auf Onigashima rumgeistern, dass Killer zu den Top 5 Leuten gehört, die sich mit den beiden Yonkos messen? Also, Guck mal, es ist narrativ natürlich irgendwie sinnvoll, weil Killer halt diese ganze Smile-Nummer abbekommen hat und entsprechend Anspruch auf seine Rache hat gegen ja. Kaido. Aber was ich dich halt fragen wollte, abseits von Law, die anderen vier Dudes, ergänzen die sich überhaupt so kräftemäßig gut genug, dass du sagst, dass du daran deinen Spaß haben kannst, weißt du? Weil ich hätte, keine Ahnung, irgendwie gedacht, wenn wir jemals so eine Situation haben, dass das halt wirklich ein bisschen mehr komplementärer wäre, weißt du, wenn sich die Leute so gegenseitig in ihren Fähigkeiten unterstützt hätten. Stattdessen haben wir halt Luffy und Kid, die beide die Fähigkeit haben, dass sie mit sehr großen Fäusten punchen können. Ja, also bei Kid, da wurde ja zum Beispiel noch nicht mal die Teufelsfrucht revealed, so offiziell, soweit ich weiß. Deswegen da habe ich noch so einen gewissen Spielraum, den ich dem lasse, dass da vielleicht schon noch was Cooles kommt. Ich meine, sein Mac oder was das ist, der ist ja schon okay, aber wie gesagt, der ist halt einfach nur so ein Nahkampf-Dude wie Ruffy im Prinzip. Und Law, weiß ich nicht. Man hat ja das Gefühl, gegen Doflamingo hat er schon irgendwie so gezeigt, was er alles kann, so. Also viel Luft nach oben ist bei ihm jetzt eigentlich nicht. Deswegen ist, glaube ich, schon angemessen ist, dass er halt in dieser Supportrolle ist, wie er die anderen einfach nur so hin und her beamt, um denen die Angriffe zu erleichtern. Und bei Ja. Zoro muss man ja eh noch abwarten, so jetzt, wie hoch sein Power-Level wirklich. Wir wollen keine Power-Level-Diskussion führen, aber wie krass der jetzt eigentlich ist. Ja, Vor allem jetzt, nachdem er es einmal hat. das Problem ist ja, man hat ja irgendwie die ganze Zeit, also wenn man nicht völlig blind auf den Augen ist, hat man ja damit gerechnet, dass Zoro Kaido schneiden muss, ne? Ja, Schon bevor ja. er Enma bekommen hat, weil wir seit Ryoma diese Legende hatten mit dem Samurai, der einen Drachen erlegt hat, und Zoro muss dem natürlich gleichkommen, so, ne? Dann kriegen wir natürlich heraus, dass Kaido ein Drache ist. Also spätestens da war es safe, safe, ne? Aber Ja. aller spätestens war es, als er halt Odins Schwert bekommen hat, mit dem er Kaido als einziger verletzt hat. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn es aber in diesem Battle Royale-Style gerade bleibt oder in diesem Teamkampf-Modus bleibt und Zoro quasi nur der Typ ist, der vielleicht sowas wie eine Wunde aufreißt und Luffy ist dann derjenige, der reinpuncht, Ja. ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich damit 100% zufrieden bin. Also, ich habe eigentlich erwartet, dass wenn wir schon diesen Fight gegen zwei Yonko gleichzeitig haben, bevor ich wusste, dass Killer, ausgerechnet Killer, mit dabei sein würde, hätte ich irgendwie Killer. sowas erwartet, wie von wegen, ja, Kaido ist natürlich das Alpha-Tier und so, aber ich hätte auch wegen dem Rachemotiv gedacht, Luffy macht Big Mom fertig und Zoro macht irgendwas Echt? mit Kaido. Weißt du, Boah. bevor irgendwie klar war, dass noch Kid, Killer und Law dabei sein sollen. Weil ich habe zum Beispiel überhaupt nicht damit gerechnet, dass Law jetzt schon dabei wäre. Ich dachte, der kommt vielleicht am Ende des Fights irgendwie spontan dazu. So, hast du ähnliche Erwartungen oder bist du zufrieden aktuell, was so sich hier anscheinend etabliert? Also meine Wunschkonstellation war tatsächlich, dass sich einfach nur Ruffy und Zoro dann oben auf diesem Dach da treffen und dann halt gegen die beiden Yonkos irgendwie antreten. Da habe ich aber schon gedacht, so ja, das wäre ein bisschen zu krass irgendwie, wenn die Strohhutbande allein basically zwei der Kaiser irgendwie fertig machen würde. Deswegen habe ich schon damit gerechnet, dass zumindest Kid und Law noch dabei sind. Und genau, fand ich halt dann am Ende auch logisch irgendwo, aber war jetzt auch nicht mein Dream Squad. Bist du überhaupt hyped, was Kid angeht? Jetzt mal so Hand aufs Herz.
Also, dass der Königshaki hat, wurde ja jetzt auch schon vor Ewigkeiten gedroppt, das war halt schon irgendwie cool, aber das heißt halt irgendwie auch nichts mehr, seitdem, also spätestens seitdem dieser komische Spitzkopf Larry, seitdem der auch Königshaki hatte, kann man es halt nicht mehr so wirklich ernst nehmen, sag ich mal. Und vom Wo Charakter her, hat. vom Design, von den Fähigkeiten her, hat er mich jetzt auch noch nicht überzeugt, aber ich glaube schon, dass da noch ein bisschen was kommen würde. Vielleicht so eine Mini-Backstory oder so. I don't know. Ich weiß nicht, Mann. Ich habe ehrlich gesagt nie damit gerechnet, dass wir ultra viel zu Kid erfahren werden. Ja, ich ja Mich hat auch es. nicht, aber der wird ja jetzt schon so aufgebaut mit Law und Ruffy als dieser Rädelsführer, der dann die Yonkos irgendwie umstürzen will. Also bei Law hat man ja auch eine richtig krasse Backstory bekommen. Also so ein bisschen in der Bringschuld ist Kid da, finde ich schon noch. Also ich habe sogar Stand jetzt nicht ansatzweise die Erwartung, dass wir jemals einen richtig detaillierten Kid-Flashback bekommen Ich werden. fände es auch nicht schlimm so, aber er bringt halt jetzt irgendwie noch nicht so viel. Also ich weiß jetzt nicht, was so der Mehrwert ist, dass er da oben ist. Weil Er das hat ist ja halt auch einen so eine. Mac. Ja, fair. Aber das Ding ist ja, hätte Ruffy nicht jetzt, ich sag mal, zufällig dieses Ryo da entdeckt, dieses ganz komische Haki, könnten die Kaido eigentlich verletzen? Ich Oder gl also, wenn nicht, oder? Zorro das Schwert nicht bekommen hätte, nein, aber da Zorro das Schwert bekommen hat, Ja. ja, weil Aber das war, glaube ich, in. man merkt ja Sorry. auf jeden Fall, dass da ein großer Unterschied ist. Was ich mich auch jetzt im Nachhinein frage, also ich weiß nicht, wie du zu dieser ganzen Enma-Geschichte stehst, aber Ja. mich persönlich wurmt es schon so ein bisschen, okay, ich weiß auch, Schwert ist nicht gleich Schwert und es ist ein Unterschied, ob so ein krasser Schwertmeister ein richtiges Schwert geschmiedet hat oder nicht, aber Stand jetzt, Alter, denke ich mir auch so, wie fucking unfair ist es eigentlich, dass Zoro zufällig dieses Katana bekommen Ja, hat? Was wäre, safe. wenn er es nie bekommen hätte? Heißt das, er hätte niemals eine Chance gegen Mihawk gehabt? Ich finde auch, dass das Zorro oder Zorros Rolle in dem Kampf so ein bisschen irgendwie auf das Schwert reduziert, was ich auch nicht unbedingt feiere, ehrlich gesagt. Weil genau, wenn er jetzt irgendwie immer noch das Shusui hätte oder irgendein anderes Schwert, keine Ahnung, so dann weiß ich nicht, hätte er dann Kaido irgendwie verletzen können oder sowas oder keine Ahnung. Hat ihm dieses eine Schwert jetzt wirklich nur die Tatsache, dass er jetzt einfach ein anderes Schwert schwingt, ist das so ein Faktor, dass Zoro jetzt von jemandem hochsteigt, der, keine Ahnung, Kaido nicht mal kratzen könnte, zu jemandem, dem jetzt wahrscheinlich so ein, ja, sehr ernsthaften, so eine ernsthafte Verletzung zufügt. Also das finde ich halt ein bisschen komisch. Es nimmt halt sehr viel, gerade von Zorro, weil Zorro halt immer der Typ war, der durch Training alles erreicht Ja, hat, weißt du? stimmt. Und dann Vor hast du allem, weil auch man die. ja, sorry. Sei es auch du. Ja, vor allem, weil man ja Zoros, ich sag mal, volles Potenzial in der neuen Welt ja gefühlt immer noch nicht wirklich gesehen hat, weißt du? Weil bisher wurde er ja noch kaum gefordert, so. Und jetzt kriegt er quasi schon Power-Up, bevor er überhaupt gezeigt hatte, wie seine Stärke so vorher überhaupt war. Das hat mich halt auch immer so, da finde ich bei der ganzen Sache auch ein bisschen komisch irgendwie. Ja, Nicht ganz zufriedenstellend. es ist halt, ich weiß nicht, ob ich überhaupt Ansprüche an Zorros Schwerter hatte, weißt du, ich war eigentlich cool Ja, mit den. was sind Schwerter, Alter? Ja, was sind Was Schwerter in machen One die? Piece? Das ist das Problem. Weißt du, ich war schon cool damit, dass sie einfach nur anders aussehen. Das allein hat mir immer genug Hype gegeben. Und eins davon war auch dann auch noch schwarz, weißt du, extra badass. Und dann kommst du halt mit dem ganzen Reveal, ey, weißt du was, dass das eine Schwert schwarz ist, das hat eigentlich einen Grund. Und Zoros Schwerter müssen alle schwarz werden, damit er auf dem Level von Mihawk ist und so weiter. Das ist Und ich denke mir lore-technisch so, ne. ja, ich denke Sorry. mir halt, es wäre irgendwie cool, wenn alle seine Schwerter dann irgendwie schwarz werden. Aber muss ein Schwert dann noch so eine eigene Power haben? Ich meine, heißt es im Grunde, Mihawk mit einem anderen Schwert wäre irgendwie weniger wert? Mir erschließt sich das auch nicht so ganz. Also so lore-technisch ist das natürlich schon irgendwie interessant, dass dieses Ryo, dieses Haki aus Wano, die Schwerter anscheinend irgendwie upgraden kann. Aber keine Ahnung, heißt es das dann, dass das theoretisch jeder mit jedem Schwert machen könnte? Oder muss das Schwert irgendwie durch den Schmied so eine gewisse Grund, weiß ich nicht, Beschaffenheit haben oder so? Und wenn das wirklich so ist, so, wenn jeder das machen kann, wieso konnte Oden das dann nicht mit dem Enma machen? Weil Oden ist ja, haben wir ja im Flashback gesehen, so einer der, keine Ahnung, Top 10 stärksten Figuren eigentlich, die wir in One Piece bisher so kennengelernt haben. Und der soll es nicht geschafft haben, das Schwert irgendwie dauerhaft schwarz zu machen? Weiß ich nicht.
Ich weiß nicht, ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, so von wegen, wusste man das damals schon, dass das überhaupt geht oder so. Ich weiß nicht mehr genau, was die Erklärung war, als Zorro das Schwert bekommen hat, weil das bei mir jetzt ein bisschen länger her ist. Aber ich könnte mir damit ich könnte mir das irgendwie so erklären, dass zu dem Zeitpunkt einfach nicht klar war, wie man das so richtig tut. Und ja. Generell, ja, Wano so ein Land, das so ein bisschen abgeschotteter ist. Vielleicht ist das Wissen from the outside so, weißt du? Weil ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass Mihawk in Wano war, weißt du, weil seine ganze Kutte passt irgendwie gar nicht zu Wano Kuni. So, er ist mehr so dieser europäische Typ. Also einen Abstecher dahin hat er bestimmt mal gemacht, weil keine Ahnung, irgendwie wird immer gesagt, Wano ist so dieses geheime Land, so, wo nichts nach außen dringt, aber keine Ahnung, gefühlt war jeder zweite Bauer schon mal irgendwie in Wano oder ist da gestrandet oder so. So besonders ist das ja irgendwie auch nicht. Und wenn sich irgendwer mit Schwertern und Haki auskennt, dann sollte es ja schon diese Samurai-Nation da sein. Ich weiß nicht, Mann. Das würde ja auch irgendwie implizieren, dass alle krassen Schwerter aus Wano sind, oder? Ist es nicht so? Hier, Tashigi hat bestimmt kein Katana aus Wano. Ja, aber Tashigi ist ja auch irgendwie wack. Okay. Okay, wenn das, leider. Entschuldigung, wenn das die Erklärung ist, dann ja. Ja, so generell Zorros Rolle für mich halt mega interessant jetzt. Mhm. Wie viel Anteil wird er wirklich haben? Weil ich wäre halt krass enttäuscht, wenn es dabei bleibt. Und bei Kid muss ich halt erst noch herausstellen, erst einmal, wo hat er diesen Mecker her? Weißt du, war das Schrott, den er selber mitgebracht hat? Hat er den Mecker da spontan gebaut? Das wurde doch einmal kurz gezeigt, irgendwie, dass der, als er auf dem Weg nach oben war, dass der so die ganze Zeit irgendwie so Schrott und Metall so aufgesammelt hat. Ja, aber also das lag da anscheinend rum, keine Ahnung. Alter, ich guck mir gerade dieses Doppelpanel an, das ist da, wo Luffy diese Kong-Rifle auf Kaido abschießt und ganz links sieht man halt den Mech von Kid und das ist so detailliert zusammengebaut oder ein Teil passt in das andere, das ist aufeinander abgestimmt, das ist kein Zufall, wie das entstanden ist, Alter. Ja, der Kid hat nebenbei irgendwie, der ist auch Ingenieur oder so, der kriegt das schon hin. Einfach lächerlich, ey. Vor allem, er wirft ihn halt einfach nur um, so suplext ihn so, hat er wirklich gedacht, dass er damit Kaido irgendwie verletzen kann. Da war halt, da war Raizo schon krasser mit seinem komischen Blitzcounter. Aber weißt du, was ich wirklich Hype auf Laws Seite fand? Ja. Ich hab mir ehrlich gesagt noch nie die Frage gestellt, wo ist das Herz von einem Schlangendrachen? Stimmt, weißt du? Ja. Und er sagte halt so auch so, ey, ich weiß zwar nicht, wie die Anatomie von so einem Drachen ist, aber ich schätze mal, dein Herz ist ungefähr hier. Das ist Hype, das ist cool. Ja. Das Ding ist nur, sag du. Nee, ich finde es halt bei Kai auf Seiten von Kaido nur irgendwie komisch, dass er jetzt schon, keine Ahnung, gefühlt 5 Chapter tankt er eine Attacke nach der anderen durch, wenn wir noch diese Akazaya-Geschichte mit einbeziehen. Und irgendwie scheint ihn das ja schon ein bisschen zu jucken, aber auch nicht wirklich so, weißt du? Weil Stand jetzt habe ich den Eindruck, so, dass Kaido immer noch so bei 100% ist oder sagen wir 90%. Und dass so alles außer diese Haki-Attacke von Ruffy irgendwie so nicht wirklich zielführend ist, weißt du? Oder hast du irgendwie den Eindruck, dass Kaido jetzt, keine Ahnung, so völlig verzweifelt und mega am Struggle ist? Weißt du, was es ist? Hast du mal die Ninja Storm-Spiele gespielt? Ja. Es ist halt so, wie wenn du halt gegen diese großen Gegner kämpfst, à la Kurama oder Madara mit seinem Susanoo und so. Ja. Diese ganzen Attacken von Kid, Law, Zorro und Killer, das sind so deine normalen Angriffe, aber du schlägst eh nur die ganze Zeit zu, bis irgendwann so ein Event-Button kommt, weißt du, wo steht, drück jetzt auf B für irgendwas Cinematic-mäßiges. Und das ist dann Luffy, weißt du? Ja. Und das ist mein Eindruck, so, die anderen müssen den halt immer so ein bisschen anknuspern, damit er so die wirklichen großen Dinge abfeuern kann. Ja. Und ich finde das halt ein bisschen schade, weil ich denke mir halt auch, erstmal, ich meine, über diese ganze Rio-Nummer kann man irgendwie diskutieren. Wie kann es sein, dass nur Wano Bescheid weiß? So, weißt du, wenn das so ein wichtiges Ding ist. Aber ich kann das noch akzeptieren. Es ist jetzt nichts, was mich stört. Mein Ding ist halt nur, wenn Luffy als einziger wirklich dieses Ding wirklich gelernt hat und nicht irgendwie zufällig entwickelt. Ich kann mir zum Beispiel perfekt vorstellen, dass wir irgendwie Law im Klimax dieses Fights irgendwie das spontan irgendwie ganz kurz einsetzt oder so. Aber ich finde das halt total strange. Luffy ist der Einzige, der vorbereitet zur Prüfung erschien. Ja, eben. Hatte. Also genau, das meinte ich ja auch. So, wenn Ruffy das jetzt nicht, ich sag mal, zufällig, böse ausgedrückt, gelernt hätte, so, dann wären die doch vollkommen aufgeschmissen. Okay, Zorro hat jetzt dieses neue Schwert, auch mehr oder weniger zufällig, würde ich behaupten. Und das hat er immer noch nicht so wirklich hundertprozentig unter Kontrolle und so, weiß ich nicht. Sieht es eher danach aus, als würden die auf so einen Sandsack schlagen, aber ohne irgendwie wirklich durchzudringen, weißt du?
Und Big Mom ist ja auch noch da. Das auf jeden Fall. Das ist meine generelle Frage für dich. Ja. Wie findest du Big Mom als Faktor in diesem Fight? Weil ich habe die ganze Zeit das Gefühl, Kaido ist der Hauptboss und sie ist so der Sidekick mit den ganzen Wetterelementen und so weiter. Ja. Also Big Mom an sich bin ich absolut kein Fan von. Ist, glaube ich, relativer Konsens. Und hier, weiß ich nicht, hat sie jetzt auch noch nicht viel gezeigt. So im, ich glaube, letzten Chapter war das ja, wo die diese Feuerattacke gemacht hat, wo Law, Kid und Ruffy da in letzter Sekunde so ausgewichen sind. Also sie ist auch hier so ein bisschen, ja, fast schon Comic Relief Character irgendwie. Jetzt gegen Ende des Chapters hat sie schon noch mal ein paar ernstzunehmendere Attacken rausgehauen, was ich halt auch ganz cool fand. So auf zeichnerisch auf jeden Fall ziemlich, ziemlich stark. Aber okay, ich weiß auch nicht, ob sie jetzt irgendwie noch wirklich eine Hauptrolle, sag ich mal, spielen wird. Ich wäre damit zufrieden, wenn irgendwie Kid Killer und Law sich irgendwie ein bisschen um die kümmern könnten und sie so rausnehmen könnten, dass Ruffy und Zoro sich auf Kaido fokussieren könnten. Ja, jetzt aber die Frage, die sich mir aufdrängt, sie ist ja die ganze Zeit am Angreifen mit diesen Wetterattacken und dann finisht sie einen nach dem anderen mit dieser Donnerwolke ab und Luffy als einzigen nicht. Ist das nicht eine verpasste Chance für ein Enel-Gesicht gewesen hier? Also ich hab's vermisst, also dachte wirklich so, hä, warum hat Oda nicht das Enel-Gesicht gemalt? So, hattest du diesen Gedanken? Nee, gar nicht. Also Enel ist jetzt bei mir auch schon ziemlich lang her, ich habe Skype ja auch noch nie gerewatcht. Hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Vor allem, weil gefühlt jeder zweite Charakter in One Piece hat irgendwelche Blitz- oder Feuerattacken. Das ist ja auch nicht mehr so was Besonderes, leider. Deswegen, nee. Aber hast du jetzt, wo du es sagst, hast du auf jeden Fall recht. Ich finde auf jeden Fall vertane Chance. Stimmt. Was ich aber auf jeden Fall noch loben möchte, ist, also ich habe das Gefühl, durch die Tatsache, dass wir es hier mit zwei riesigen Gegnern zu tun haben, spammt Oda einfach so seit 3 Wochen die Doppelpanel, weißt du, weil er anders Kaido und Big Mom nicht auf eine Seite bekommt und so, ne? Aber ich feiere das, weil ich muss auch, echt sagen, ich genieße auf jeden Fall die Choreografie dieses ganzen Fightes, weil das immer so einer meiner größten Kritikpunkte bei One Piece ist, abseits von Luffys Fights gegen Katakuri oder Lucci oder so, dass ich hier wirklich das Gefühl habe, okay, ich habe nicht diese winzig kleinen Oda-Panel, wo man gar nichts erkennen kann, was da eigentlich passiert. Weißt du, das ist mein absolutes Hassding bei ihm. Sondern ich habe hier riesengroße Panel, wo man sieht, okay, Luffy schleudert ihn, Luffy boxt auf ihn ein oder irgendwie Kid zieht ihn an der Nase lang und so. Ich habe das Gefühl, ich kann diesen Fight wirklich crispy alles erkennen. Und das genieße ich total. Ich finde dieses Law-Gimmick, dass er sich immer hin und her teleportiert, das finde ich manchmal schon ein bisschen schwer irgendwie zu readen, sage ich mal. Wenn er dann irgendwie auf einmal ganz woanders ist und dann irgendwie aus dem Nichts beim Gegner ist, das finde ich nicht immer so hundertprozentig klar, zumindest nicht auf den ersten Blick, aber ansonsten stimme ich dir hundertprozentig zu. Also zeichnerisch, choreografisch ist Oda hier echt, echt sehr, sehr auf der Höhe. Und wie wir auch zu Anfang schon gesagt haben, ist das ja schon ziemlich einzigartig, wie lange jetzt, lange 3 Chapter, wir wirklich nur an einem Ort sind, an einem Ort des Geschehens und da wirklich nur Action pur mehr oder weniger bekommen. Und das ist halt auch echt ziemlich geil. Ey, ich habe eine Frage zu dem Chapter. Ich weiß nicht, hast du es gerade vor dir? Ja. Diese Stelle, wenn Killer den Rücken von Kaido rasiert. Was mit seinen auch immer er da macht, ja. Genau, dieses Cypher Sonic heißt es, glaube ich, offiziell übersetzt, diese Technik. Ist das symbolisch gemeint oder sind seine Klingen wirklich größer geworden? Also wenn sie wirklich größer geworden sind, würde das ja heißen, dass er Kaido aufgeschlitzt, aufgespießt hätte und dann damit so rumwirbelt. Weil die hängen ja unten da an seinem Bauch, hängen die ja so raus. Ja. Also es muss ja irgendwie symbolisch, metaphorisch sein. Keine Ahnung. Weil ich würde sagen, diese Tatsache von wegen, ich vergrößere mein Schwert. Hatten wir das abseits von dem einen Typen, der auf Skype hier sein Schwert so lang machen konnte? Boah, warte mal. Ich glaube nicht, oder? Größeres Schwert? Nee, ich glaube auch nicht. Und selbst da war es halt ein längeres Schwert, aber hier sehen ja seine Klingen wirklich größer aus. Und wenn das wirklich der Fall ist, dass das nicht eine Teufelsfrucht ist, sondern wirklich einfach nur eine Fähigkeit, und es muss ja eine Fähigkeit der Waffe selber sein, weil wir haben ja Kid schon bereits ohne Maske gegen Zorro kämpfen sehen, dann ist halt die Frage, seit wann ist das ein Ding in One Piece? Wie kann das Oda so random reindroppen? Ich glaube, also je länger ich auf dieses Bild gucke, desto mehr
desto weniger erschließt sich mir. Also ich habe keine Ahnung, was das soll. Was macht Killer hier? Was macht Killer hier? Wahnsinn. Weil das Ding ist, unterhalb der Seite läuft er dann ganz normal auf Kaidos Rücken weiter rum und nichts Ja. ist passiert. Ja, genau. Also wie gesagt, so wie es literally dasteht, ist ja, dass die Klingen Kaido durchbohren. Aber Ja. das kann ja nicht sein, so. Genau. Deswegen ist das, glaube ich, eine Illusion oder sowas, weiß ich. Aber wen will er verarschen? Es ist echt merkwürdig. Also, ich muss echt sagen, Killer stand jetzt noch ein sehr merkwürdiger Faktor. Ja, Also, ich bin gar kein Fan von, ehrlich gesagt. ja, bin ich jetzt auch nicht der größte Fan von. Das Ding ist jetzt, was diese ganze Nummer angeht, wie das noch weitergehen könnte. Es gibt ja noch bestimmte Sachen, die zu erwarten sind. Erstmal muss noch Big Mom so richtig all out gehen, weil das haben wir noch gar nicht gesehen. Ne? Ja, sie hat ja schon jetzt ein paar Leute so gefinisht, ne? Ja, das Ich habe schon, aber sie echt. musste sich ja nie so richtig Stimmt. anstrengen dabei. Ja, klar, stimmt. Ja, genau, die Akazaya haben sich ja auch eigentlich nur auf Kaido fokussiert. Also sie war da eigentlich echt den ganzen Fight, jetzt abgesehen von dem Chapter, so ziemlich im Hintergrund, hast du recht. Und erstens müssen wir auf jeden Fall noch sehen, wie sie all out geht. Dann erwarte ich noch mindestens, dass wir eine Hybridform von Kaido sehen für Ja. seine Zorn-Teufelsfrucht. Ich weiß nicht, ob dieses Fisch-Ding noch mal irgendwie thematisiert wird oder ob das jetzt nur einfach so als Lore so nebenbei gedroppt wurde, dass er eigentlich gar keine Drachenfrucht hat. Aber erstens muss ich die Sachen sehen. Zweitens, was ich auch noch irgendwie sehen muss, ist ja, ich weiß nicht, erwartest du noch, dass Momonosuke irgendwie Kaido ins sterbende Gesicht blickt oder sowas? Also von all den Figuren hat Momonosuke ja eigentlich so mit den größten Hass eigentlich auf Kaido. Also es würde schon irgendwie Sinn machen. Aber wenn der jetzt auf einmal da auftauchen würde auf dem Dach da, das wäre, fände ich echt ein bisschen deplatziert irgendwie. Es Ich ist halt halte es die mir irgendwie offen, Frage. aber ich habe jetzt auch keine großen Erwartungen, ehrlich gesagt. Ja, aber Muss nicht es ist sein. ja so, die anderen Strohhüte, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nur mit dem Fight gegen Kaidos Leute irgendwie beschäftigt sein werden. Wir müssen noch mal so ein B-Plot haben, weißt du, irgendwas, an dem Sanji arbeiten kann, so traditionell. So Ja, von wegen, Orochi kommt hey, wieder. ja, genau, entweder das oder hey, hier ist dieser eine magische Stein wie in Dark Souls und wenn du den zerstörst, ist Kaido sterblich oder sowas, weißt du? Ich Okay. erwarte eigentlich sowas. Was ist, wenn Kaido irgendwie wieder zurückverwandbar ist, verwandelbar ist in so einen Fisch oder sowas, Oder weißt du, wenn man vielleicht ihn hat er so so. einen echten Körper und das ist so ein Goldfisch und Ja, den Mann. muss man einfach nur essen. Ja, Mann, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es wirklich mit dieser 5 gegen 2 Konstellation zu Ende geht. Ja, vom Power-Level, sag ich mal, macht's halt wirklich keinen Sinn. Also, wie sollen 5 Leute auf dem Niveau es mit 2 Kaisern aufnehmen, so was der größte Zusammenschluss in der Geschichte da der Piraten ist? Das ist halt schon ein bisschen komisch. Ey, und das Ding ist ja irgendwo, lungert ja noch die Crew von Big Mom rum. Ne? Das heißt, eigentlich wäre hier Ja. noch so Potenzial für so ein Katakuri und so noch mal rein zu joinen. Mega, ey. Das wäre echt, Katakuri nochmal auf Wano zu sehen oder generell ihn nochmal zu sehen, wäre so wirklich. Absolute Traum. Katakuri ist, glaube ich, echt so mein Lieblings-One-Piece-Charakter. Den feiere ich halt echt übertrieben. Und es kann ja kein Zufall sein, dass so von all den bedeutenden Big Mom-Piraten, die man so gesehen hat, Katakuri als einziger nicht dabei ist. Ja. Vielleicht taucht der in der Cover-Story nochmal auf, finde ich ein bisschen enttäuschend, aber schauen wir mal. Aber Auf jeden sind die Big Mom, sorry, sind die Big Mom-Piraten nicht auch eher auf Ruffys Seite aber? Also die würden doch im Zweifel. Ich wüsste halt nicht, warum sie auf seiner Seite Also sein auf jeden Fall sollen. sind sie gegen das Bündnis mit Kaido. Ja, aber Aber gut, dann würden sie sich erstens nicht ist gegen Big halt die Mom aufstellen. Frage, ob Big Mom überhaupt so einen Nebenplan hat und eigentlich Kaido verraten will später und das ihren Kindern gesagt hat. Aber ich würde sagen, bis auf also Katakuri ist so ein, ich glaube schon, dass er sich mit Luffy noch mal anlegen würde. Also so treu Ja. ist er ihm jetzt irgendwie nicht. Und wie hieß die eine, die Sanji heiraten sollte? Pudding. Ja, genau, Pudding. Ich glaube, sie ist halt so die legit einzige, die was für einen der Strohhüte offen hat, weißt du? Und ich Ja. kann mir nicht vorstellen, dass sie noch einmal den irgendwie den Arsch rettet oder so. Also Na, fair. Stand jetzt denke ich eher, weißt du, es fühlt sich einfach nicht final genug für mich an. Vielleicht ist es Nee, das, gar weil ich nicht. kann Ich mir auch nicht nicht. vorstellen, dass wenn Kaido und Big Mom hier verlieren, dass dann die aus dem Spiel genommen sind. Ich habe eher die Erwartung, dass das so ein bisschen. Ich glaube wirklich, Kaido wird endgültig verlieren, aber ich glaube, Big Mom wird sich noch mal ins Finale dieser Serie retten. Echt? Ich glaube schon. Also das Ding ist, Kaido müssen sie ja wirklich finishen. Ob sie ihn jetzt töten, wahrscheinlich eher Ja. nicht.
Aber das war ja wirklich das Ziel von Anfang an, seit sie auf Soda waren, dass sie Kaido wirklich finishen wollen. Und dass es nicht wie bei Whole Cake Island ist, dass sie nur irgendwie ein bestimmtes Ziel haben und sich dann wieder verpissen. Das ist ja nicht der Fall. Und deswegen hätte ich es auch geil gefunden, wenn das finale Matchup wäre Ruffy und Zoro nur gegen Kaido und das Big Mom auf irgendeinem anderen Schauplatz ist, keine Ahnung. Eigentlich schon, ja, Könnte das ist auch, halt. ist auch immer noch nicht ganz vom Tisch, würde ich sagen, weil wenn sich wirklich noch ein paar Leute jetzt, wenn jetzt, keine Ahnung, vielleicht Marco noch irgendwie hochkommen sollte, dass der sich dann noch gegen um Big Mom kümmern kann, zusammen mit Kid und so, wäre Aber. schon noch möglich, dass dann Ruffy und Zoro Kaido für sich haben, sage ich mal. Aber wie Alpha wäre das bitte, wenn du irgendwie so eine Niederlage von Kaido erlebst? Weißt du, Luffy und Zoro haben so eine Badass-Pose, wie Ja, sie auf Mann. seiner Leiche stehen. Und Luffy guckt dann Big Mom einfach nur Haki-mäßig an und verjagt sie mit seinem Oh, Alpha-Blick. Weißt du, wie cool wäre ey. das? Das wäre Und dann hast krass. du. Dann hast du Das wäre wirklich hart. nochmal sie in dem finalen Krieg, wo sie, Shanks, Blackbeard und wen auch immer Luffy gerade in der Squad hat, so, Das Ding weißt ist, ich will Big Mom eigentlich nie wiedersehen. Ich Ich finde auch es schon nicht. low-key scheiße, dass sie überhaupt noch auf Wano so eine große Rolle spielt. Aber das würde ich schon feiern. Es ist halt, ja, das ist auch mein Problem. Also, das ist nicht das, was ich mir wünsche, aber ich glaube, das ist das, was am realistischsten ist. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass beide von denen hier verlieren. Das wäre halt krass. Und dann wird ja eigentlich nur noch Blackbeard übrig bleiben. Ja, von den bösen Bösen Genau. so. Ja, Und halt die stimmt. Marine, ne? Ja, die sowieso. Ja, Ist eh gespannt, aber. wie man jetzt von Wano auf diesen komischen Megakrieg überleiten will, den Oda schon Ja. seit 7 Millionen Jahren anteasert. Digga, wir wissen Das immer noch wird nicht, spannend. was. Wir Also, wissen immer noch nicht, was Aokiji macht. ja, vielleicht ist er bei dieser Secret Sword Group. Das Ja. könnte natürlich sein. Aber ja, Warte. Post-Wano wird auf jeden Fall, Post-Wano wird richtig saftig. Also da muss so viel Lore und was weiß ich nicht gedroppt werden. Was ich dich noch fragen wollte, Ja, bitte. Tode sind eigentlich ein gutes Stichwort. Weil das war von Chapter 1000 so eine meiner größten Enttäuschungen eigentlich. So abgesehen davon, dass Oda es schon relativ sicher mit dem 1000. Chapter gespielt hat. Dass die Akazaya ausnahmslos alle noch am Leben sind. Wie stehst du dazu? Und glaubst du, Also. dass wir noch ein paar Todesfälle sehen können in Wano? Ich glaube definitiv, also warte mal, definitiv, das ist One Piece, da muss ich ein bisschen genauer Ja. überlegen. Also, offensichtlich werden die Strohhüte alle überleben, sogar Ja. Jinbei, Ja. weißt Wenn du? Jinbei jetzt wirklich, sorry, wenn Jinbei 500 Chapter vorher als ein Crewmitglied angeteasert wird, dann es endlich in die Crew schafft, aber dann im selben Arc noch stirbt. Also nein. Wahnsinn. Das wäre zu hart. Ja, aber ich überlege gerade, bei wem würde es Sinn machen? Ich habe das Gefühl, dieser Kappa-Typ, den könnte es erwischen. Wie heißt er nochmal? Kawamatsu. Kawamatsu, genau. Ich habe das Gefühl, über dem schwebt so ein bisschen so eine Death Flag. Weißt du, weil er sich ja auch so wirklich als so eine Art Samurai-Samurai bisher präsentiert hat. Guter Punkt. Der halt eigentlich nur Hiyoris irgendwie Bodyguard sein will. Oder vielleicht auch ihr zukünftiger Lover, wer weiß Oh, so, ne? ich glaube, da Ich habe. Zorro sagt nein. Ja, auf jeden Schauen Fall. Ich habe das Gefühl, der ist halt sehr, sehr nah an einem Tod. wir Ich mal. weiß nicht, was es ist. Es könnte der Rest, ich meine, wir haben ja jetzt schon den Fall, dass einer den Arm verloren hat. Weißt du, das ist eigentlich nie ein gutes Zeichen in One Piece. Aber Shanks lebt immer noch. ich glaube halt wirklich, es wird ohne Tod enden und wenn, wird es halt so ein letztes Opfer sein und Momonosuke wird sich von einem kleinen Drachen in einen riesigen Drachen verwandeln. Irgendwie sowas, weißt du, so Son Goku-mäßig. Sehe ich nämlich ähnlich. Ich habe nämlich dieses Überleben der Akazaya im 1000. Chapter, verstehe ich jetzt so, dass Oda meint, so ja, jetzt sind die safe. Weißt du? Ja. Weil da hat er wirklich eine richtig fette Chance aus meiner Sicht verspielt, in diesem eher klassischen 1000. Chapter wirklich noch so eine große Überraschung mit einzubauen, die dann auch ja schon ziemliche Konsequenzen hat, wenn dann einer von den Akazaya oder mehrere es dann wirklich nicht schaffen. Guck Das mal, finde ich halt schon ein bisschen kacke, weil wir sind. mein Ranking ist, Wakamatsu ist Nummer 1, potenzielles Todesopfer. Dann kommt die Katze, dann kommt der Hund. Die Und haben ich auch schon glaube, Körperteile verloren. ja, eben, das ist ja mein Ding. So, alle mit fehlenden Körperteilen sind erstmal auf dieser potenziellen Liste. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob sich Oda trauen würde, Kinemon zu killen. Das Also, wäre hart. Das wäre ja, aber krass. das würde auch irgendwie passen.
Finde ich auch irgendwie in so einem letzten. Warte, wie sieht's eigentlich mit Kanjuro aus? Der ist Ach ja. so, Kanjuro Der wird ist. niemals sterben, auf gar Meinst du keinen nicht? Fall. Der wird auch keine Redemption bekommen, so von wegen, Nee, ho ich hey, hoffentlich nicht, Alter. der Das wäre wird schlimm. einfach 1:1 das Spandam-Schicksal haben. Der wird zu Tode verprügelt und du wirst denken, dass er eigentlich gestorben sein müsste, aber er wird nicht sterben. Genau, die Implikation ist jetzt, glaube ich, dass er offscreen getötet wurde von Okiku, ne? Ja, aber das glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Aber das Das wäre halt glaube ich echt nicht. cool, wenn Kinemon und er irgendwie noch so einen letzten Fight hätten, aber da ist der Zug, glaube ich, auch schon abgefahren, weil die hatten ja schon diese Konfrontation mit ihm. Ja. Wurde dann offscreen irgendwie erledigt. Ich meine, vielleicht hast du auch so einen ganz random Tod, wo du halt sagst, okay, so von So wegen, ich wollte das gar nicht. Neji. Naja, so Denjiro, weißt du, du hattest gar keine Gefühle für den so. Aber Ich ich finde könnte den mir das ganz auch cool. Ich vorstellen. mag den eigentlich. Ja, ich finde den auch cool, aber was hat der getan jetzt, außer Ja. treu zu sein für Stimmt 20 schon. Jahre so, ne? Ich fände es halt echt immer noch den absoluten Power-Move, wenn Orochi wirklich dead ist. Also da hätte Oda halt wirklich legit alle Erwartungen so gebrochen, dass Kaido auf Ja. einmal kaltblütig ihn in den Kopf abpackt und er jetzt dead ist. Aber das traue ich Oda halt nicht zu, deswegen Ja, ich auch nicht. befürchte ich Ich halt gehe. auch, dass es relativ unblutig zu Ende geht. Weißt du, was ich bei ihm glaube? Wurde eigentlich genau gesagt, wie seine Teufelsfrucht heißt? Oder war es einfach nur eine Schlangenfrucht, Model, irgendwas? Boah. Weil ich Weiß ich glaube, nicht. die Hab nicht Begründung wird aufgezählt. irgendwie sein, ja, sein Kopf wurde irgendwie abgetrennt, aber bei einer Ja, Schlange ist ja der der hat irgendwie Kopf acht nur Leben oder so. relativ, Oder der hat irgendwie weißt acht Leben, weil er acht Köpfe hat, irgendwie du? Ja, sowas. oder sowas, Ja. genau. Also ich glaube nicht daran, dass der Tod tot ist. Ich finde es halt normalerweise auch in einer schon Action-Serie nicht so mega wichtig, dass ich sag, viele Leute sterben oder so. Aber keine Ahnung, die Stakes sind ja jetzt so krass hoch wie noch nie, so dass wir ja wirklich so einen Kampf um die Vorherrschaft in der Piratenwelt mehr oder weniger haben gegen zwei Kaiser. Und Orochi wurde so hart als unsympathischster One Piece Villain ever eigentlich aufgebaut, auch durch den Flashback. Und dann kaufe ich es irgendwie einfach nicht ab, dass dann die Akazaya alle noch leben, so. Weil, warum? Keiner. Es macht keinen Ja. Sinn, aus Kaidos Sicht, aus Big Moms Sicht eigentlich auch nicht, die am Leben zu lassen. Sie leben halt einfach nur, damit sie leben, weniger. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Ja, das Ding ist ja, wir haben ja auch noch diese Implikation, dass Yamato irgendwie eine Verwandlung oder sowas ähnliches haben muss. Das Oh, stimmt, heißt, über Yamato haben wir noch gar nicht geredet. Yamato muss auch noch irgendwie eine wichtige Rolle erfüllen in Ja. diesem Fight, weil er, sie, was auch immer jetzt das Finale ist bei ihr, bei Ich finde es ihm. auch sehr unklar irgendwie. Also Ey, ganz es ist halt das komisch. Ding. Deswegen, ganz ehrlich, oh, ich will dieses Fass nicht zu krass aufmachen, aber ich war nie in dieser Fraktion, dass sie von Anfang an trans ist. Weißt du, weil sie immer gesagt hat, ich bin Kozuki Oden. Und Ja. das hat mir schon zu denken gegeben, weißt du? Und jetzt, er, ich weiß wirklich nicht, was das Ich richtige habe auch keine Pronomen ist, Ahnung. aber ich sag jetzt erstmal sie, wenn es sich hinterher anders herausstellt, korrigiere ich mich und entschuldige mich. Aber sie sieht sich ja ganz klar als Odin, was schon irgendwie eine sehr psychopathische Art von Fantasie ist, weißt du? Ja. Während wir ja mittlerweile wirklich ganz vernünftige Transpersonen wie Kiku hatten, weißt du, oder Okiku, oder wie du ihn Ja. nennen möchtest, oder sie möchten, Sie. nennen möchtest. Ja. Und bei ihr ist halt klar, okay, sie identifiziert sich weiblich. Ich weiß, Ja. woran ich bin. I know what's the deal, yo, weißt du? Ja. Aber bei Yamato ist es halt, ich weiß nicht, ob sie das ernst meint mit Kozuki Oden, weil selbst ihr muss doch klar sein, dass das Quatsch ist, Ich verstehe Alter. es auch nicht so wirklich, aber auf der anderen Seite hat Kaido sie oder ihn, wie auch immer, nicht auch explizit als Sohn betitelt und so, My Idiot Okay, Son ah, und stimmt, sowas. das habe ich Das vergessen. ist. Okay, das ist ein guter Punkt. Dann switche ich wieder um zu männlichen Pronomen. Weil das habe ich aber wirklich vergessen, weil ich weiß noch, wie alle das gefeiert haben, Ja, dass Kaido so inklusiv ist. genau. Okay, sorry, mein Bad, ich habe das wirklich vergessen. Also, ich spreche von Yamato als er und bei ihm weiß ich halt wirklich nicht, woran er ist. Also, ich kann mir so gut vorstellen, dass wenn dieses ganze Gedöns vorbei ist, Yamato auch sagt, okay, ich bin nicht mehr Odin. Und dann ist die Frage, Ja, als was sieht er sich genau. eigentlich? Ja. Finde ich auch noch ein echt großes Fragezeichen. Auch die Rolle über dieses Geschlechterthema hinaus finde ich auch bisher noch ein bisschen zweifelhaft irgendwie, weil er ja schon natürlich als sehr wichtiger Charakter aufgebaut wird, der auch eine Connection hat zu Ace und so, dadurch auch zu Ruffy. Aber bisher, keine Ahnung, kam da ja noch nicht viel so. Ey, So ein paar. ich finde diese Connection zu Ace auch so ein bisschen. Es ist schon Also, ich weiß. sehr gekünstelt irgendwie, Ja, ich weiß bisschen halt too auch nicht, was mir much, das ne? geben soll, ehrlich gesagt. Also, Nee. hattest du das Gefühl, oh mein Gott, ich bin gerade so bewegt, Ace noch mal in diesem Es ist Flashback halt zu einfach sehen? Fanservice für all diese Ace-Fanboys, Ja. die halt irgendwie immer noch nicht über seinen Tod hinweg sind, I guess. Ich schwör's ja, und da ich nie ein Ace-Fanboy war, es ist halt so, Ich okay. finde ihn cool, aber er hat sein.
Er hat seine Rolle so gespielt, erfüllt, so alles cool, aber man muss ihm jetzt auch nicht 500 Chapter weiter noch irgendwie hinterher trauen. Das Ist Ding ist, okay. das Ding ist halt, ich bin bei Ace wirklich, also ich bin drüber, I'm over it so, Ja, weißt du? same. Und ich wusste natürlich, wir müssen irgendwas zu Ace bekommen, weil wir wussten durch Marineford, dass er auf Wano war und dass er hier Ors Junior den Hut da gemacht hat und so weiter, ne? Ja. Und der Wano-Arc fing ja schon damit an, dass wir wussten, dass Ace da schon mal auf Wano gewesen ist und die Leute so ein bisschen beschützt hat, dies, das. Genau. Aber so, ich hab halt null gefühlt, als wir diesen Flashback hatten. Ich auch nicht. Also im 1000. Chapter, dass er dann wirklich noch mit so einem, ja, recht langen Flashback irgendwie ankommt, der auch eigentlich nicht viel aussagt, so, oder nicht viel Neues bringt, weißt du? Hat so ein bisschen das Pacing gekillt. Und ja, ich war da echt nicht zufrieden mit. Alles klar. Ist auf jeden Fall. Aber stand jetzt immer noch besser als das Ja. meiste, was ich jemals in New World erlebt habe. Also, Ja, wir haben wenn jetzt, glaube ich, das. schon viel gehatet, oder nicht gehatet, aber so ein bisschen kritisiert, aber ich Ja. bin auch immer noch echt sehr, sehr begeistert von Wano und jetzt auch von dem Fight, im Speziellen, einfach weil es einfach Schlag auf Schlag geht. Man hat richtig zeichnerisch tolle Bilder und man merkt jetzt auch langsam, dass wirklich die Stakes wirklich sehr hoch sind, dass es bald auch richtig fett ins Eingemachte gehen wird. Jetzt ist ja Ja. noch so ein bisschen Geplänkel, so wie ja schon angesprochen, Kaido ist noch nicht wirklich krass verletzt, Big Mom hat noch kaum eine Rolle gespielt eigentlich. Da wird schon noch ordentlich was kommen. Ja, Mann, glaube Und ich ich bin auch. Auf hyped. jeden Fall, ich bin auch hyped. So, Chapter 1003, Nanus. Wir haben ja vorhin noch gesagt, dass wir sehr überrascht sind, wie fokussiert dieser ganze Ja, Fight bis ja, jetzt ja. läuft. Und Alter, 1003, wir sind immer noch in diesem Fight. Hat dich das Es überrascht? geht einfach weiter, ne? Also so wie das letzte Chapter geendet ist und generell wie jetzt die letzten paar Chapter verlaufen sind, nicht ganz. Aber es ist halt trotzdem eine richtig geile Bestätigung, dass es einfach wirklich bei diesem einen Schauplatz bleibt und auch wirklich weiter mit Action geht. Also nach wie vor Hype auf jeden Fall. Ich bin halt so wirklich in diesem sehr paranoiden Modus. Ich rechne damit, dass wir jeden Ja, Moment zu einem anderen Standort wechseln und dann nicht mehr zurückkehren, weißt du? das Ding ist, das hat Oda sich aber auch selber zuzuschreiben, so. Also da muss er sich dann irgendwie nicht wundern, wenn dann Leute, wie du schon gesagt hast, irgendwie so Angst haben, so. So, wann ist jetzt endlich das nächste, oder wann kommt das nächste Chapter, wo es dann irgendwie, wo es dann bricht oder so, wo wir dann, keine Ahnung, Nami gegen Nebenfigur XY kämpfen sehen oder so. Aber im Moment geil, also kann gern so weitergehen, klar. Ich meine, das Chapter fängt ja damit an, Oh dass ja. Luffy so richtig Ja. Kaido auf die Fresse gibt und es ist einfach so. Wirklich direkt diese erste Doppelseite. Einfach Hammer. Also es ist zeichnerisch auch so gut. Und wir haben ja auch im letzten, bei der letzten Besprechung schon darüber geredet, dass Oda irgendwie so seine Liebe für Doppelseiten so ein bisschen gefunden oder wiedergefunden hat. Da gibt es auch in dem Chapter wieder einige sehr, sehr schöne und auch größere Panel, die ordentlich reinhauen. Und das Ich muss sagen, Anfangspanel ist es ja. halt, ist da halt echt richtig Hype und steigt direkt gut ein. Ich muss halt sagen, wir sehen ja, dass Luffy wieder sein Gear 4 Backdraw hat, ne? Ja. Und dass er da wieder K.O. geht. Ja. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber ich habe irgendwie gedacht, nach diesem ganzen Rio-Training wären wir so ein bisschen so ein Level weiter, aber eigentlich hätte es mich nicht überraschen sollen, dass er wieder dieses Katakuri 10 Minuten lang kein Haki mehr benutzen können, Dingen hat, Ja, weißt also du? Hat mich dich hat es das. schon gewundert, muss ich sagen. Ja, mich hat es echt Ja. gewundert. Also ich dachte wirklich, dass man jetzt so davon ausgehen kann, dass Gear 4 jetzt so quasi das ist, was Anfang der neuen Welt G2 für Ruffy war. Dass es einfach so ein Standardding ist. War schon seine stärkste Form natürlich, aber ich hätte jetzt schon gedacht, dass er es so insoweit gemeistert hat, dass er jetzt nicht irgendwie 10 Minuten komplette Haki-Pause machen kann, vor allem in so einem wichtigen Kampf jetzt. Ja. Und ich muss halt sagen, es bestätigt sich halt das, was ich vorhin auch gesagt habe. Big Mom ist so die Assist-Trophy. Weißt du, wenn Kaido K.O. ist, dann drückst du irgendwie auf die Schultertaste, damit sie so eine Attacke macht. Und Zoro ist im Grunde dasselbe, indem er Luffy halt die ganze Zeit retten muss. Unter Ja. anderem, wenn Kaido versucht, ihn zu essen. Und das ist ja generell jetzt offensichtlich, dass Zoros Rolle hier eine wichtige sein muss, weil du hier Dragon Twister gegen Dragon Twister hast. Ja. Dieser Dragon Twister von Kaido erstmal, wie er sich da erstmal so zusammenrollt und wie dann diese riesigen Tornados da, wer ist das da unten, Kid und Killer so wegfetzen. Also das war echt richtig gut und wie Zoro es dann einfach kontert mit seinem eigenen Twister, ey, ey, richtig, richtig stark.
Aber es ist halt auch das Problem, dass Kaido jetzt tatsächlich anerkennt, dass das das Schwert von Oden sein muss, das eine. Und ich denke mir halt, Digga, der hat drei Schwerter. Woher wusstest du, dass das eine das Schwert von Oden ist, weißt du? Also, sind die anderen beiden wirklich so Schrott im Vergleich? Und es stört mich jetzt langsam wirklich, muss ich sagen. Wir haben es ja auch schon vorher angesprochen, so dass Zoro so ein bisschen jetzt auf dieses Enma, auf das Schwert, so reduziert wird. Und Kaido macht ja genau das Gleiche. Er erkennt quasi nicht Zorro an als Gegner oder so, als ernstzunehmenden Gegner, sondern, oh, das ist das Schwert, was Oden geführt hat. Deswegen konnte er mich schneiden. So. Habe ich auch immer noch meine Probleme mit, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, du guckst ja auch an die letzte One Piece Anime-Folge, die erschienen ist, wo wir den Oden-Flashback bekommen und diese unfassbar krass animierte Szene haben, wo Oden mit seinen beiden Katana dieses riesige Wildschwein da erlegt. Und das ist das Krasseste überhaupt. Aber zum Beispiel, wenn ich die Szene sehe, also im Anime, habe ich nicht den Eindruck, es liegt an den Schwertern, sondern es liegt an Oden. Ja, finde ich auch nicht. Ja, auf jeden Fall ganz genauso sehen. Deswegen ist es halt immer noch so random irgendwie, dass Zoro jetzt durch dieses zufällig erhaltene Schwert irgendwie so ein riesiges Power-Up auf einmal bekommen hat, aber trotzdem als Gegner irgendwie für Kaido immer noch nicht ernst zu nehmen ist, sondern halt nur wegen des Schwertes in der Lage ist, ihn zu verletzen. Ja, ich frage mich halt, ob es vielleicht aus Zoro-Fansicht so irgendwie cool, wenn es irgendwie damit enden könnte, dass du so eine gewisse Zoro versus Mr. One-Situation hast, wo Zoro nur noch sein eines Katana hat, das Wado Ichimonji, und er muss damit Kaido verletzen oder töten oder was auch immer. Da können wir auch noch mal auf Oda Paranoia zurückkommen. Weil ich habe jetzt nämlich zum Beispiel die Befürchtung, dass es das jetzt irgendwie war mit Zoro gegen Kaido, weißt du? Dass das jetzt so der große Moment ist, der irgendwie angeteasert wurde. Nein, dadurch, nein, das darf es auf gar keinen Fall sein. Also darf es nicht. Sag. Ja, nee, ich glaube es auch nicht, aber wie gesagt, Oda hat da schon das ein oder andere Mal, vor allem jetzt im Hinblick auf Zorro, ja, schon ziemlich enttäuscht, sag ich mal, oder zumindest Potenzial liegen lassen. Deswegen wäre es zwar der Worst Case, aber gut. Bro, er ist mitten im Kampf. Zorro ist mitten im Geschehen. Also wenn Oda das hier verkackt, ne, also wenn er wirklich Zorro jetzt nicht ein All-Out-Fight gibt, wo, wie Ruffy immer sagt, irgendwie 3 Liter Blut von Zorro fließen und so. Wenn das hier nicht passiert, ne, das ist ein Layup, Alter. Das ist so, wie wenn du Dann ist Zorro einfach dead. Ja, dann hast du ihn als Figur ruiniert. Das ist halt, du läufst gerade allein auf den Korb zu. Du musst den Punkt einfach machen. So leichter wirst du es nicht mehr bekommen. Du hast Zorro gegen Kaido, du hast einen Drachentypen. Ja. Buchstäblich einen Drachentypen gegen Zorro mit seiner ganzen Drachentöter-Beziehung, Legende, die er erfüllen muss, und du hast das Schwert, das dazu passt. Also, Bruder, also, wenn du das daneben schießt, also bist du auch selber schuld. Ja, ich glaube auch nicht, dass Oda da choked, aber ich habe da echt immer so ein bisschen irgendwie Restzweifel oder so. Mhm. Weil es halt jetzt wirklich schon so lange her ist, dass Zorro so ein 3-Liter Blutfight hinter sich hat. Ja, das stimmt. Aber natürlich. Ich will jetzt auch nicht zu pessimistisch sein. Ja. Was man halt, wie du halt richtig gesagt hast, auf jeden Fall positiv anmerken kann, jeder Moment, wenn Kaido zu einer neuen Attacke ausholt, ist einfach Hype auf der Seite. Kaido ist halt wirklich wortwörtlich so ein übelstes Tier halt einfach. Mhm. Steckt halt keine Ahnung wie viele 100 Attacken ein, auch von Ruffy ja ganz am Anfang. Zoro schlitzt ihn auch auf, aber es juckt ihn einfach nicht. Er macht eine neue Attacke nach der anderen. Das ist halt echt krass, und sie sieht auch immer sehr, sehr beeindruckend aus, weil er halt so riesig ist. Und wir bekommen ja jetzt auch so ein bisschen mit, dass das ganze Kampfgeschehen so ein bisschen gerade erzählerisch vermittelt wird von der CP0. Wir bekommen ein Panel, wo wir Orochis Kopf sehen. Und ich sag's dir, Alter, das ist nicht das Gesicht einer Leiche. Nicht wirklich. Vor allem, also es ist nichts Neues, dass Figuren in One Piece keinen Hals haben, aber das sieht schon Also es ist halt einfach so ein Legostein, so ein Viereck. So, es ist halt also so, wie wenn Law jemanden den Kopf entfernen würde. Ja, genau, stimmt. Der wird safe wiederkommen. Ich weiß nicht wann, vielleicht ganz am Ende erst, vielleicht schon in ein paar Chaptern, aber das Thema Orochi ist noch nicht vom Tisch. Ich glaube, er kommt halt so genauso zurück wie Orochimaru gegen Sasuke, weißt du, wo Itachi dann mit einer Attacke sofort gefinisht hat. Ich habe so ein bisschen Schiss, dass es darauf hinausläuft. Aber ja, wir bekommen auf jeden Fall mit, dass die CP0 die ganze Zeit den Kampf zwischen den Yonko und den anderen New Generation Pirates, Worst Generation Pirates, ein bisschen so narrativ vermittelt, ne, während sie halt dieses eine Spiel spielen mit den ganzen weißen und schwarzen Steinen. Und
Das ist doch in dem einen Panel auf jeden Fall Robin, oder? Die den Tee bringt. Ist auf das der Seite, wo Cypherpol vorgestellt wird. Ich war jetzt kurz davor, irgendwie so einen Joke zu machen, dass das wieder eines der generischen One-Piece-Mädchen ist. Ja. Aber jetzt, wo du es sagst, also das könnte ich, schon. Ich meine, ich weiß, dass Robin ja hier auch so mit diesen Hörnern unterwegs war, ne, im Rahmen ihrer Tarnung und so, aber es hätte schon eine schöne Note, wenn ausgerechnet Robin CP0 ausspionieren würde, ohne dass die es merken. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall möglich, ja. Ist halt die Frage, was sie da irgendwie für Infos rausholen will oder ob die jetzt irgendwie finishen will, keine Ahnung. Also generell zu der CP0 können wir ja irgendwie ein paar Worte verlieren. Also hattest du die so noch auf dem Schirm und glaubst du, die sind irgendwie krass? Also, was heißt krass? Also, ich hatte die auf jeden Fall auf den Schirm, weil wir glaube ich, vorher gewusst haben, dass CP0 auf Wano sein würde. Jetzt ist ja die Sache, Wano ist ja ein Land, das eigentlich unabhängig von der Weltregierung sein sollte. Deswegen ist es schon mal sehr merkwürdig, dass sie so einfach chillig Tee trinken können dort. Wobei man ja sagen muss, das ist jetzt das Piraten-Hideout. Also, wer weiß, was Kaido mit irgendwie der CP0 und der Weltregierung am Hut hat. Vielleicht sind sie auch Gäste von Orochi. Ich weiß nicht, ob das genau definiert wurde. Also ich glaub, in aber ich frage mich halt generell, so, was für eine Rolle können die denn hier haben? Die werden sich ja nicht ins Kampfgeschehen einmischen. Also glaube ich halt auch nicht. Die haben halt keine CP9-Funktion. Und dann frage ich mich halt, was bringt es? Weil ich wäre jetzt voll wenig überrascht, wenn sich am Ende herausstellt, das ist gar nicht die CP0, das sind die Revoluzer, weißt du? Und Sabo ist die Dame mit der Gitarre. Jo. Nee, das ist so ein, das ist ein aus Demon Slayer, die hat sich kurz ins falsche Franchise gemogelt. Ja, genau. Nee, ich glaube, die CP0 könnte halt für Post-Wano oder für diese Übergangsphase so mehr oder weniger relevant werden, dass die vielleicht in diese nächste Phase, in den nächsten Arc einleiten können, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass man. Meinst du, sie haben dieselbe Funktion wie Fujitora, der einfach auf Dressrosa zugeschaut hat, wie das mit Doflamingo ausgeht? Also die sind hier gerade buchstäblich am Chillen und am Tee trinken, also. Ja. Schon möglich, ja. Hammer. Ich find's ja interessant, dass sie auf jeden Fall auch betonen, dass wenn die Yonko hier verlieren würden, die ganze Welt aus den Fugen geraten würde. Mhm. Aber sie gleichzeitig auch wollen, dass sich die Piraten gegenseitig ausnocken. Ja. Also, auf jeden Fall, ich bin mega gespannt, ob hier die Regierung am Ende des Arkes noch mal so einen richtigen Raid haben würde, von wegen, das ist jetzt unsere Nation. Ja, also das Ding ist, wie heißt der, D.S. Drake ist ja da. Der hat ja auch Connections da zur Marine und zur Regierung. Der hat sich ja, meine ich, auch mit irgendwelchen Leuten per Teleschnecke da unterhalten. Also die wissen ja schon halbwegs, was da abgeht. Oder zumindest diese Geheimfraktion, diese Sword-Gruppe, wie sie heißt. Könnte schon sein, dass da auch so ein paar Big Player von der Marine jetzt demnächst oder zumindest gegen Ende erscheinen können. Mhm. Und ich meine, wir haben ja schon drüber geredet, ob wir damit rechnen, dass Kaido stirbt oder nicht. Und wir sind ja, glaube ich, eher davon ausgegangen, dass er überlebt. Und irgendwer muss ihn ja gefangen nehmen. Also es muss dann ja wer von der Marine oder von der Weltregierung sein. Ne? Ja, und ich weiß nicht, ob ich das für was Gutes oder Schlechtes halte. Aber ich habe ja gesagt, dass ich eigentlich davon ausgehe, dass Nami und Co. irgendwie so einen B-Plot haben werden. Ja. Aber so wie der CP0-Typ hier die Erzählung macht und die Panel strukturiert sind, wir sehen halt Franky gegen den einen Dinosaurier-Typen. Wir sehen Sanji und Usopp und so gegen die eine Kleine. Es wirkt halt so, okay, das läuft irgendwie doch schon auf One-versus-One-Fights oder 3-gegen-1-Fights. Das wäre echt geil. Hinaus. Also das würde ich wirklich feiern. Das hat man ja auch schon in One Piece ewig nicht gehabt, dass so wirklich zumindest der Großteil der Strohhüte so einen wirklichen Main oder ja Semi-Main-Fight irgendwie bekommen. Deswegen fände ich das auch echt, wäre auf jeden Fall eine Überraschung. Aber da es halt so viele Teilnehmer gerade sind, so viele Beteiligte, irgendwie so viele Fraktionen, würde ich eher damit rechnen, dass es dann irgendwie so offscreen geklärt wird oder zumindest in so einem halben Kapitel jeder Fight, wenn überhaupt. Was mich auch schon relativ positiv überraschen würde. Ja, das auf jeden Fall. Apropos Überraschung, ich finde es irgendwie total strange, dass Oda aus Kaidos Hybridform so ein großes Geheimnis macht. Weil bisher hatten wir das doch nie so, wenn wir so einen Zoan-Typen hatten, dass irgendwie seine Verwandlungsstufen irgendwie geheim gehalten wurden. Ich meine, bei Lucci war es einfach direkt gespammt. Also, da hat uns eher überrascht, dass er eine Teufelsfrucht hatte. Stimmt. Und ich finde das total ungewöhnlich, dass wir so Gear 4-Style so ein letztes Panel haben, wo es angeteased wird, wie Kaido als Halbmensch, Halbdrache aussieht. Vor allem,
Aber diese Silhouette, die gibt ja irgendwie auch nicht so viel her. Das sieht ja schon relativ. Also, sie sagen Gleich ja, aus. ja, genau. Also, ist halt immer noch sehr menschlich irgendwie. Vielleicht ist es auch gerade dabei, sich zu verwandeln, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was für ein Design mich da so komplett schocken könnte oder komplett begeistern könnte. Aber Ich glaube schauen wir mal. halt, der Joke wird irgendwie sein, dass der Unterschied kaum vorhanden ist. Weißt du, Oder wie bei dass dieser. er irgendwie, dass er so einen Goldfischkopf hat oder so, oder einen Ja, ich. Karpfenunterkörper, sowas. Genau, weil was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, Kit ist ja derjenige, der das Aussehen schon hinterfragt. Also so ein bisschen Unterschied muss da ja offensichtlich Stimmt, sein. Und ja. wir sehen ja seine Hand, dass sie auf jeden Fall wie so eine Drachenklaue aussieht. Aber ich bin ganz ehrlich, Alter. Also ich habe mich nicht die ganze Zeit in diesem Arc gefragt, boah, ich frage mich, wie Kaido als Drachenhybrid aussieht. Seine normale Zoran-Form, also die Drachenform, die ist ja, also keine Ahnung, geiler geht's ja eigentlich fast gar nicht. Das wäre der eigentliche Reveal Ja, gewesen zu diesem Zeitpunkt, so, weißt du? finde ich auch. Ist halt echt ein bisschen strange, strange. Was ich auch noch hier mir aufgeschrieben habe, ein ganz gutes Zitat von Zorro, wenn Kaido halt diese ganzen Naturgewalten Oh ja. aufruft und er meint so, dieser Typ ist einfach eine einzige Naturkatastrophe und das war Also geil. Kaido delivert halt echt, finde ich, so was halt irgendwie so Epik angeht und Bedrohlichkeit. Also das ist halt echt kein Vergleich zu Big Mom, die ja wirklich immer und immer wieder lächerlich gemacht wurde auf Whole Cake Island, auf Wano jetzt auch. Also vor Kaido hat man, keine Ahnung, scheißt man sich halt legit ein. Oder man glaubt, Ja. dass Killer Kid und so sich legit einscheißen vor dem. Das auf jeden Fall. Ich mag es auch, dass wir hier so eine räumliche Aufteilung haben, wo halt dieser ganze Krieg unten stattfindet im Schloss und oben hast du halt den Krieg zwischen den Captains und den Ja. Yonko und so. Das erinnert mich halt total an Enies Lobby, so wenn das Gebäude so schief geschnitten wird von Ecki und so weiter. Ich Stimmt. frage mich halt auch noch, was da so von der Architektur auf uns zukommen, weil wir sehen die ganze Zeit nur, dass Löcher in das Dach geballert werden und dass diese ganzen Kiesel auf die Samurai unten runterfallen. Aber ich Ja. frage mich halt auch noch, ob irgendwie Big Mom mit ihrer Fresse wirklich auf dem Boden da landen wird und dann den Kampf erstmal kurz stoppen wird zwischen den Samurai und den Piraten. Also dieser Höhenunterschied, der könnte halt vor allem für so ein Endpanel, für so ein Money Shot ziemlich geil werden, wenn Ruffy dann irgendwie so vom Dach oben durch so ein Loch irgendwie auf, keine Ahnung, Kaido, der K.O. ist, runterblickt oder so. Ansonsten bin ich auch ziemlicher Fan von dieser klaren Struktur. Wenn es nicht so wäre, dann könnten wir jetzt, keine Ahnung, die letzten 3, 4 Chapter nicht nur auf dem Dach bleiben, weil sonst immer irgendwer mitmischen würde und dann irgendwie das Pacing rausnehmen würde oder das Momentum killt. Ich bin auf jeden Fall jetzt generell gespannt, ob überhaupt die Struktur des Kampfes irgendwie noch verändert wird. Weil ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es die ganze Zeit bei diesem 5 gegen 2 bleiben wird. Weil meine Anime-Erfahrung sagt, dass Oda irgendwas machen wird, dass irgendwie entweder Luffy als einziger irgendwie noch mal unten im Schloss landet, weil er weggeschleudert wird und dann muss er sich wieder hochkämpfen wie gegen Enel und so weiter. Ja. Und dann sind Kid und Law diejenigen, die in der Zwischenzeit sterben und dann muss Luffy Boah. halt rächen und so weiter. Ja. Auf der einen Seite finde ich das zwar cool, aber auf der anderen Seite wäre das halt so Standard, Ja, weißt ich du? Und finde es auch deswegen bin ich nicht halt geil. super gespannt, was hier tatsächlich von der Choreografie noch passiert. Ich finde es eher umgekehrt irgendwie cooler, wenn irgendwie Kid Killer oder Zoro von mir aus auch Big Mom vom Dach runterbringen würden, damit Ruffy und Kaido dann von mir aus alleine auf dem Dach sind. Also, aber jetzt so eine Enel-Story oder so eine Skypiea-Story, nee, fände ich einfach nicht angebracht, jetzt wo halt die Stakes so groß sind und Ruffy ja wirklich buchstäblich gesagt hat, dass er Kaido umstürzen will, wird es jetzt einfach nicht passen, wenn er dann irgendwie nochmal drei irgendwie Abbiegungen machen müsste. Was würdest du eigentlich sagen, wenn Nami den Fight noch joint und sie muss dann mit Was? ihrer Wolke, mit Zeus gegen Big Mom und ihre Wolke antreten? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also ganz ehrlich, was mit Big Mom passiert, wer gegen Big Mom kämpft, ist mir recht egal, muss ich wirklich sagen. Ich will nur nicht, dass sie irgendwie in diesen Main Fight von Ruffy und Kaido, zumindest wenn es dann so ins Eingemachte geht, zu sehr Ja. mitmischt. Also das wird irgendwie dann diesen Sieg so ein bisschen beschämen, wenn, keine Ahnung, Big Mom einfach da wäre. Es ist halt auch so, ich habe doch das Gefühl, bei Big Mom haben wir schon irgendwie gefühlt alles gesehen. Und es ist Kaido, der Safe. die ganze Zeit so neue Sachen raushauen muss. Ja. Also wenn sie nicht jetzt noch irgendwas krass Neues reinbringt, finde ich sie halt so ein bisschen überflüssig so langsam. Würde ich auch sagen. Also von mir aus kann Nami, also generell, was mit den anderen Strohhüten ist, oder was mit denen sein wird, ist ja eine mehr oder weniger interessante
Frage, so wie jetzt am Ende die Matchups aussehen. Ich könnte mir nämlich immer noch vorstellen, dass da noch einiges irgendwie hin und her gewechselt wird. Aber ob es jetzt für Big Mom dann am Ende reicht, für Nami, will Ja, ich ein Mann, bisschen außerdem. bezweifeln, aber I mean, warum nicht? Ja, außerdem haben wir hier noch dieses kurze Panel, wo wir Yamato sehen und Oh ja. was er überhaupt noch erfüllen muss an der Funktion, wissen wir ja auch noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, auch dass Yamato irgendwie der Game Changer insgesamt Das sein wäre wird. geil. Das würde ich richtig feiern. Wir haben ja auch so ein bisschen beim letzten Gespräch so darüber geredet, was mit Yamato vielleicht sein könnte. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es wirklich, dass seine Rolle einfach war, diesen Flashback mit Ace so, oder diese Parallele Ja. herzustellen, damit das tausendste Chapter halt ein bisschen epischer wird. Da muss ja schon noch mehr kommen. Und allein, dass er so ein bisschen Rache irgendwie an Kaido nehmen könnte dafür, dass er ihn halt ja fast, also diese Handschellen da angelegt hat. Wobei Yamato man finde ich auch akzeptabel. sagen muss, von allen Racheaktionen ist das halt schon so ein bisschen low-key das schwächste Argument, so, weil es, wenn du es so mit Ja. Sanjis Vergangenheit vergleichst und so. Stimmt. Aber wer weiß, Aber also ich. Yamato ist ja auch noch kein Strohhut, aber Noch kein Strohhut, noch genau. keiner. Ich glaube auch nicht daran. Also ich glaube nicht an Yamato in der Crew, bin ich ganz ehrlich. Also ich bin immer noch Team Carrot. Ja, also es Ich läuft ja halte auf immer noch Carrot dran hinaus. fest. Also Findest du? natürlich, Alter, wenn nicht Carrot. Also ganz ehrlich, wir schleifen sie seit drei, wie viel? Ja, Drei Arcs irgendwie rum? wenn du so mitzählst, ist das jetzt der dritte, ne? Ja, aber trotzdem. Also, weißt du, wenn das nicht qualifiziert, um ein Strohhut zu werden, nur weil sie nicht diesen traurigen Flashback hat, Alter, dann. Fände Und ich vor allem auch eher ein Yamatos Verbrechen. Flashback ist ja wirklich nicht traurig bis jetzt Nee, gewesen. stimmt. Aber vielleicht ist das auch so eine Finte wie damals mit Pauly und Frankie, weißt du? Und Carrot ist in dem Beispiel halt Pauly. Ja, aber Pauly, also du hast es ja selber gesagt, Carrot wird jetzt so lange schon mitgeschleppt. Ich akzeptiere sie eigentlich schon längst als Teil so der Bande. Aber sie taucht halt immer noch nicht auf diesen Farbseiten auf. Das tut so weh. Das tut so weh. Fucking Vivi wird als Strohhut irgendwie inszeniert, Alter. Obwohl Hör sie mal auf mit viel, Vivi. viel weniger für die Crew getan hat. Aber das können wir uns ja mal jetzt die Zuschauer sagen. Leute, ganz ehrlich, Yamato oder Carrot vor Straw Hat, so, was würdet ihr sagen? Wer ist wahrscheinlich in die Crew einzutreten? Nandus, hast du noch irgendwelche Punkte, die wir besprechen können? Nee, eigentlich Weil nicht. ich hätte nichts und das ist ja zusammen jetzt mit dem anderen Teil fast eine Stunde an Content, die wir geliefert haben. Ja, Mann. Leute, lasst uns auf jeden Fall wissen, wie ihr so dieses Format findet. Aber keine Angst, es wird nicht immer eine Stunde sein, weil wir haben ja diesmal über zwei Chapter gesprochen. Also rechnet mal mit so einer Länge von 15 bis 30 Minuten normalerweise, je nachdem, was das Chapter so an Content hergibt. Wie fandet ihr diese erste Folge? Seid auch vor allem nett zu Nandus, das ist das erste Mal überhaupt, dass er auf YouTube aktiv ist und stellt euch einfach Yes. vor, wie es wäre, wenn ihr das erste Mal auf YouTube wärt. Ich fand das zum Beispiel ziemlich gut. Ich habe Ja, mir das hat es auch Gefühl, wir Spaß haben gut gemacht. geflowt. Ich fand es auch cool. Was? Hat Spaß gemacht. Ja. Dazu wollte ich noch kommen. Du musst mal ein bisschen warten, Bruder. Ne? Ich wollte dich fragen, generell, was so dein Eindruck war. Ach so. Auf jeden Fall, Leute. Lasst uns wissen, ob ihr euch mehr von diesem Format wünscht. Und lasst uns auch auf jeden Fall wissen, ob ihr irgendwelche speziellen Sachen noch drin haben wollt. Keine Ahnung. Braucht ihr unbedingt ein Recap von allem, was in dem Chapter passiert ist? Oder ist es okay, dass wir mitten ins Geschehen gehen und wir davon ausgehen, dass ihr das Kapitel bereits gelesen habt? Weil ich persönlich bin nie so ein richtiger Fan von Sachen zusammenfassen bei so wöchentlichen Reviews. Aber wenn ihr euch das wünscht, können wir es gerne tun. So, Nandos, das wär's von uns an dieser Stelle. Ich sage ciao, sag du auch Ich ciao. sage auch ciao. Und wir sind auf jeden Fall gespannt auf nächste Woche. Ja, Haut bestimmt rein, wir nächste sehen Woche. uns. Also. Wir wissen noch nicht, wann diese Folgen immer released werden, weil Sonntag ist halt immer Attack on Titan und One Piece Ah, Tag. ja. Achso, wenn ihr euch generell fragt, warum diese Review jetzt erst kommt, Nandos und ich sind natürlich Good Boys und wir warten auf den legalen Release Normal. der Chapter. Sollen die Also dir mir ist es erlauben? scheißegal, was die Konkurrenz macht. Die können von mir aus 10 Tage vorher über dieses Kapitel geredet haben, aber wir reden erst darüber, wenn das Chapter legal bei Manga Plus raus ist. Oh ja. Also, bis nächste Woche dann. Wir machen mindestens einen ganzen Monat Proberunde. Und wenn euch das richtig gefällt, ist das dann ein fester Staple auf diesem Kanal. Haut rein. Ciao. Ciao.